Und los, weiter geht's. Auf die Plätze, fertig. Was machen wir? Ich würde gerne was machen. Habt ihr den letzten Joke in Erinnerung? Und ist das Mädchen noch so lieb? Ich würde mal gerne, dass ihr Handbetrieb dann einfach mal schreibt. Können wir doch nicht machen. Das ist so lustig. Ja? Jetzt komm einmal. Also du sagst, und ist das Mädchen noch so lieb? Und ja. Die Zuschauer sagen, Handbetrieb? Ja. Nee, da halte ich mich raus. Ach komm, das schaffen wir schon. Okay, also. Und ist das Mädchen noch so lieb? Ja, das wird auf jeden Fall super. Die Impro-Show startet, wie gerade gesehen, am 22. August auf unserem Kanal. Wir haben unglaublich viel gelacht, als wir das Ganze aufgenommen haben. Da also unbedingt mal reinschauen. Den Trailer gibt es auch seit gestern auf High Five zu sehen, wenn ihr euch den nochmal ansehen möchtet. Also Florian Heider ist dabei, Sebastian Stange, Michael Obermeier von der GameStar. Das wird auf jeden Fall super witzig. Nochmal zur Erinnerung, 16.30 Uhr machen wir nachher Come On hier auf der Bühne. Verzeihung. Come on! Ah, so schön. Und dann wäre es natürlich schön, wenn ihr alle noch da seid. Zumindest die Leute, die uns bei High Five und oder Nino Taco verfolgen. So, jetzt geht's aber weiter mit dem nächsten Programmpunkt. Das Alliance Rocket League Turnier steht an. Das heißt, ich bin ganz schön gespannt, wer gewinnt, wer wird es schaffen, wer wird in Rocket League Nummer 1. Ich verspreche, es gibt keine Zwiebel mehr. Vorhin hat nämlich jemand eine ganze Zwiebel gegessen. Ihm ging es nachher ein bisschen schlecht. Ich hoffe, ihm geht es jetzt gut. Er ist wahrscheinlich da hinten noch und schwitzt das alles aus. Aber ja, wird ein bisschen entspannter, nicht aber unspannender. Jawohl, deswegen jetzt einen großen Applaus für die Kandidaten unseres Alliance Rocket League Turniers. Viel Spaß dabei. Hallo, hallo, hallo und willkommen hier zum zweiten Tag unseres großen Alliance Rocket League Turniers. Gestern sind ja schon die 8 Kontrahenten gegeneinander angetreten im Kampf um das Viertelfinale. Heute sind wir im Halbfinale. Es geht also um den 3. Platz und um den Einzug ins Finale. Und dafür möchte ich auch gerne schon mal unseren ersten Fahrer nach oben begrüßen, nämlich den Ralf Finger. Und da kommt ja ein großer Applaus für den Ralf Finger, der sich gestern durchsetzen konnte. Aber wir haben ein ganz kleines Problem, und zwar der Schaffi, der gestern noch ganz knapp gegen die Vonumi gewonnen hat, der ist leider heute nicht da. Da ist der Zug leider ins Stocken geraten. Deswegen brauchen wir einen Ersatz, und deswegen frage ich euch, wer möchte hier gleich wegen den Ralf Finger auf der Bühne Rocket League spielen? Wer hat das Spiel schon mal auf der PS4 gespielt? Wer möchte mitmachen? Okay, Ralf Finger, es ist dein Gegner, du suchst ihn aus. Ich habe da hinten den netten Herrn mit dem blauen Shirt von Fallout 4, der strahlt schon sehr Zeit. Also komm auf die Bühne, bitte geh einmal rechts rum, einmal hinten rum um die Bühne und dann schauen wir mal, wer gewinnt. Bitte, bitte in die andere Richtung, in die andere Richtung, einmal da lang bitte. Einmal da, oh, das ging schnell, das ist gut. Fallout 4, bist du ein großer Fallout 4-Fan? Ich bin total gehypt. Ich habe so Bock auf dieses Spiel und warte echt jeden Tag, bis es rauskommt. Auf jeden Fall, ja. Alles klar. Dann geh du schon mal an den Controller. Wir begrüßen unseren Gast hier gleich auf der Bühne. Ich hoffe, er kommt dann auch gleich. Da hinten kommt er schon angesprochen, ganz fresh hier am Start. So. Ich begrüße dich. Du bist der? Ich bin der Tim. Du bist der Tim, du gehst jetzt hier an den zweiten Controller. Du wirst heute in Vertretung für Shuffy Games ins Rocket League reinspringen. Ich hoffe, du machst ihm keine Schande. Genau. Du gehst bitte auf Orange, der Ralfinger geht auf Blau und dann starten wir hier mit unserer ersten K.O.-Runde. Wer verliert, ist raus. Auf geht's. Kann losgehen. So, und da kommt auch schon der Anstoß und der Ralfinger legt auch gleich los, geht in den Boost und ja, beide haben das gleiche versucht, den Ball mit voller Fahrt angefahren und er kullert langsam ans Tor zum Ralfinger, der hier nochmal die Situation retten konnte. Ah, ich sehe schon, du hast sehr viel Erfahrung, fährst auf alle Fälle schon mal gar nicht so schlecht. Oh, oh, wird das ein Eigentor? Wird das ein Eigentor? Nein. Ah, und dann schafft es der Ralfinger gleich das 1:0. 4 Minuten 30 sind noch zu spielen und da fällt das erste Tor. Okay, und der zweite Anschuss. Es geht weiter und der Ball fliegt sofort wieder nach oben. Aber gefährlich nah ans Tor unseres Gastes, der Ersatz-Schaffi quasi.
Oh, der Ralfinger, er holt nochmal an, aber ja, da kann der Ball zum Glück abgeblockt werden. Und ein Schuss aufs eigene Tor, das ist verdammt gefährlich. Ich sehe gerade, wir sind hier oben im Übrigen spiegelverkehrt. Also der Ralfinger fährt hier oben auf dem großen Bildschirm auf der linken Seite, während unser Gast auf der rechten Seite fährt. Nur, dass ihr da nicht ganz so verwirrt seid. Und da kommt der zweite Angriff aufs Tor und der Ralfinger, er geht zum 2:0. Das hat einen Applaus verdient. Auf geht's, was ist denn los da draußen, alle? Ja, ja. Sehr schön, sehr, sehr schön. Ja, das ist eigentlich meine Lieblingsposition, denn mit etwas Erfahrung kann man den Ball hier so treffen, dass er direkt ins Tor fliegt. Im Fall vom Ralfinger aber ins eigene Tor. Was macht er da? Nein, da kassiert er. Ja, Mensch, da wird sich der Schaffi freuen. Ich hoffe, er verfolgt uns hier ein bisschen im Livestream, denn immerhin fährst du ja in seinem Namen hier. 3 Minuten. 43 Sekunden noch zu spielen, 2:1, es ist noch alles drin, aber der Ball, der Kuller ins Tor und der Ralfinger macht das 3:1. Eiskalt. Eiskalt. Bin ich nicht hingekommen. Ja, nochmal der Hinweis an euch, der Ralfinger fährt hier auf der linken Hälfte, während unser Gast auf der rechten. Und da wird er auch zerstört. Ja, da will sich der Ralfinger jetzt hier nichts mehr wegnehmen lassen. Wenn Michael Bay ein Fußballspiel produzieren würde, es würde genauso aussehen. Und da kommt das 4:1. Du hast geübt, oder? Ich habe gestern schon mal hier gespielt, ja. Jetzt kommt der direkte Angriff aufs Tor. Mit einem guten Schuss kann man hier gleich schon zum Tor ansetzen. Aber der Ball, er rollt leider in die falsche Richtung. Oder wird das etwa noch? Ah, es sieht gefährlich aus. Aber nice. Ah, da kommt natürlich der Befreiungsschlag. Sehr, sehr gut. Eine wunderbare Parade. Jetzt aber weg damit vom Tor. Weit, weit weg. Oh. 2:50 sind zu spielen noch. Wir haben also... Oh, das sieht gut aus. Das sieht verdammt gut aus. Und... Da kommt das zweite Tor. Der war schön. Applaus dafür. Und wieder ein frontaler Angriff. Der Ball geht in die Luft. Ihr schenkt euch quasi nichts, aber mit etwas... Na? Pfosten? Nein. Ja, der Ralfinger versucht hier auf Nummer sicher zu gehen, aber er forciert jetzt schon das Tor an, verkalkuliert sich aber und der Ball fliegt erstmal nach oben, ist aber noch gefährlich, aber er springt vorbei. Was ist das? Rollt er noch rein? Nein, der Ball, er rollt einfach vorbei. Ich gucke das Ganze mal von oben an, weil das ist auch größer und ein bisschen besser zu sehen. Oh, schön. So, der Ball nochmal vom Tor gerettet. Ein Befreiungsschlag quasi. Aber da kullert er schon wieder. Ah, da hat sich der Ralfinger versprungen. Einfach drunter durch. Das ist mir schon super oft passiert. Und da kommt das dritte Tor. Das dritte Tor. Es wird spannend. Kann unser Fallout-Fan hier nochmal aufholen. Es sieht verdammt gut aus. Die anfängliche Nervosität ist beiseite gelegt. Jetzt geht es nur noch um den Sieg hier. Und nochmal ein Angriff. Ah, da ist er vorbeigefahren. Jetzt nochmal schnell nah positionieren und den Ball irgendwie antreiben. Wo ist der Ralfinger? Wo ist der Ralfinger? Ja, irgendwo vom Tor. Jetzt sollst du langsam mal gucken, weil es wird gefährlich für dich. Ein Tor liegst du noch vorne, aber noch 1:10 zu spielen. Hier ist einfach noch alles drin. Kann nicht. Ja, jetzt geht der Ball einfach nicht in die Position, dass du noch ein Tor schießen könntest. Und der Ralfinger versucht hier alles, um genau das abzuwenden. Noch liegt er vorne, noch sind 40 Sekunden zu spielen. Oh oh. Eine sehr schöne Befreiungsaktion. Der Angriff nochmal aufs Tor und da ist das 4
Christian Sophia. Der Ausgleich ist geschafft. 30 Sekunden zu spielen. Beide Spieler sind gleich auf. Jetzt wird es richtig spannend. Die nächsten Tore oder das nächste Tor könnte alles entscheiden. Ja, das offizielle Zeichen, 30 Sekunden zu spielen. Wenn jetzt kein Tor mehr fällt, geht das Spiel automatisch in die Nachspielzeit. Und dann heißt es, der Erstbeste gewinnt. Oh, oh, was war das gewesen? Oh, 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 na, wird das davon noch ein, wird das noch ein Tor? Und da kommt das Tor, da ist es da! Oh mein Gott, die Stimmung kocht, das ist aber auch in den letzten Sekunden hat er noch ein Tor rausgeholt, oh mein Gott. Das sind diese Momente, für die ich dieses Spiel so unglaublich liebe. Und vorbei! Einen ganz, ganz großen Applaus! Einen ganz großen Applaus, Junge! Hast du super gemacht! Du gehst bitte nochmal nach unten und du bleibst da auch mal ganz kurz, bitte. Und ja, dich sehen wir gleich nochmal im Kampf um den dritten Platz. Aber auch einen großen Applaus für den Ralfinger. Danke. Und dann rufe ich auch meine nächsten Gäste nach oben. Das sind echt spannende Momente. Und jetzt haben wir hier den Weiß-Studio und den Destiny-Cast. Ja, der Weiß-Studio, der gestern den Boss ziemlich rasiert hat. Und auch Destiny-Cast, der gestern ein astreines Match hingelegt hat. Ja, ab in die nächste Runde. Auch für euch geht es. Da wird sich nochmal die Hand gegeben. Das ist Sportsgeist. Alles klar. So, der Anstoß. Ob das Match nochmal so spannend wird, weiß Studio auf alle Fälle sehr erfahren in Rocket League. Was der gestern für Aktionen gemacht hat, ja, da muss unser guter Yannick aka Destiny Cars hier richtig schauen. Aber da wird sich um den Ball geprügelt. Aber ja, wieder aus dem Tor hinaus. Ich dachte, jetzt wird es hier schon spannend, aber nein, das Spiel verlagert sich wieder ins Mittelfeld. Oh, da. Du willst auch nichts anbrennen lassen. Und da kommt der erste Angriff aufs Tor. Aber er geht vorbei. Er geht an dem Pfosten. Und Destiny Cars zieht jetzt nach und greift das Tor von Weiß Studio an. Und wird es ein Tor? Nein, auch dieser Angriff geht kläglich daneben. Auch nochmal für euch der Hinweis. Da oben der Bildschirm, der ist spiegelverkehrt. Der gute Destiny Cast spielt auf der linken Seite. Weiß Studio ist für euch rechts zu sehen. Na, 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 schon eine Minute gespielt. Noch ist kein Tor gefallen. Wird das hier etwa ein Match, das durch ganz wenige Punkte entschieden wird? Auf jeden Fall schenken die beiden sich absolut nichts. Doch da kommt wieder ein Angriff aufs Tor. Und da kann Destiny Cars zum 1:0 ausholen. 3 Minuten 39 Sekunden sind hier noch zu spielen. So, der Kampf um den ersten Ballbesitz endet damit, dass der Ball einfach mal nach links abdriftet. Aber eine gute Chance ist hier für Weiß Studio nachzusetzen. Wird er es schaffen? Nein, da springt er vorbei. Aber der Ball bleibt gefährlich und er geht ins Tor. Das ist das 1:1 in dem Match Destiny Cast gegen Weiß Studio. Und wieder der gefährlichste Anfang. Hier kommt es darauf an, den richtigen Winkel zu treffen, um den Ball in die Richtung zu bringen. Und da rollt er schon aufs Tor. Und was ist das für eine Glanzparade? Das ist das 2:1. Damit geht Weiß Studio in Führung. So, 3 Minuten, 11 Sekunden sind noch zu spielen. Für all diejenigen, die heute zum ersten Mal zuschauen hier beim Rocket League Turnier. Es geht in... Oh mein Gott, und dann schaffe ich es gar nicht auszusprechen. Da fällt schon das 3:1. Applaus dafür. Oh, was macht Weiß Studio da? Er setzt wieder zu einem seiner beliebten Angriffe an, aber schafft es damit nur zum Befreiungsschlag. Das hätte auch schief gehen können. Der Ball murmelt jetzt da so ein bisschen im Mittelfeld herum.
Oh, das kann gefährlich werden. Wird das ein Eigentor? Nein, der Ball, er rollt vorbei. In diesen Momenten, da kommt es einfach auf die ruhige Hand an. Hier ein Sprung zu viel und es wäre das Eigentor. Zwei Minuten 30 noch zu spielen. Es sieht derzeit noch nicht so gut aus für unseren Destiny Cast. Und. Da ist das 4:1. Da ist der Ball sich so reingelollert. 2 Minuten 17 Sekunden noch zu spielen. Destiny Cast liegt 3 Tore zurück. 4 müsste er schießen, um wieder in Führung zu kommen. Das ist in der Zeit auf alle Fälle noch machbar. Aber da kommt Weißstudio schon angesprungen, will den Ball wieder in seinen Besitz bringen. Er kugelt ihn so zum blauen Tor hin, aber der richtige Winkel ist noch nicht gefunden. Und auch Destiny Cast ist hier dabei. Und wird er jetzt nochmal zum Torschuss ansetzen? Nein, der Ball geht nach drüben ins andere Tor und beide... Oh, er rollt rein, da schafft es Destiny Cast nochmal. Erleben wir hier nochmal das Gleiche wie gerade im Kampf Ralfinger, der... am Ende noch mal alle Tore einstecken musste und dann letztendlich verloren hat. Ja, Weißstudio hier mit ganz gewagten Sprungmanövern versucht er den Ball irgendwie in Richtung Tor zu platzieren. Und da geht er gegen die Latte, aber er ist noch gefährlich. Der zweite Angriff geht aber auch daneben. Oh, da ist der Ball vorgelegt worden, aber der Befreiungsschlag zum Glück ist noch passiert. Eine Minute, 10 Sekunden noch. Immer noch liegt Weißstudio in Führung, wenn Destiny Cast hier aufholen will. Da muss er sich jetzt ganz schön anstrengen. 3 Tore müsste er schießen oder zumindest 2, damit das Spiel noch in die Verlängerung geht. Da kommt die offizielle Ansage, eine Minute ist noch zu spielen. Und dann mal ein Angriff aufs Tor und da schafft es Destiny Cast. 4:3, es wird verdammt spannend, es wird spannend. Schafft er es noch, hier das letzte Tor zu schießen zum Ausgleich, um die Chancengleichheit wiederherzustellen. Gnadenlos tickt die Uhr die letzten Sekunden herunter. 40 an der Zahl und da springt Weißstudio daneben. Das wäre jetzt eine astreine Torschance gewesen. Aber sie ist noch da. Aber Destiny Cast kann hier nochmal retten. Der Befreiungsschlag. 30 Sekunden Spielzeit noch. Wir schwitzen richtig die Hände. So spannend ist das hier. Aber jetzt muss langsam das Tor fallen. Es muss es fallen, aber Weißstudio greift nochmal an. Er greift an und das 5:3. 14 Sekunden noch zu spielen. Nahezu unmöglich für Destiny Cast. Jetzt hier noch. Er muss alles geben. Er muss mit dem Anstoß direkt zum Tor durchdringen. Aber auch hier wird er von Weißstudio davon abgehalten. 10 Sekunden. Immer gnadenloser tickt die Uhr herunter. Das wäre bei dem Tor noch geworden. Und... oh, das 4:3 in der letzten Sekunde. Das 4:5, Entschuldigung. Und damit zieht auch Weißstudio ins Finale ein, das morgen um 14 Uhr bei uns an der Bühne stattfindet. Applaus für ihn und natürlich auch für Destiny Cast, der bitte noch auf der Bühne bleibt. Denn der Ralfinger, der kommt nochmal nach oben. Denn jetzt kommt das Match um den 3. Platz. Morgen um 14 Uhr kommt der Kampf ums Finale und um unseren Hauptpreis, nämlich eine Komplettausstattung von Razer. So, Ralfinger und Destiny Cast, eure letzte Schlacht hier um den 3. Platz. Ihr habt euch die Hände schon geschüttelt. Macht euch bereit. Orange, glaube ich, ja. Genau, nicht mehr blau dann. Alles klar, auf geht's. Los geht's. Oh, das sieht gut aus. Hier konnte der Ball gleich zum Beginn entschieden werden. Aber Destiny Cast hier immer noch im blauen Auto unterwegs, konnte nochmal zum Befreiungsschlag ausholen. Der Ball rollt rüber zum Tor von Ralfinger. Wird es ein Tor? Wird es ein Tor? Ja, es wird ein Tor. Das 1:0 im Kampf um den 3. Platz.
im Alliance Rocket League Turnier. Da liegt er in der Mitte einfach da. Er wartet nur drauf, angeschossen zu werden. Und das passiert. Der Ball fliegt in die Mitte, aber gefährlich in Richtung vom Tor vom guten Destiny Cast. Und da geht er wieder vorbei. 17 Sekunden noch zu spielen. Und ich würde mal sagen, feuert unsere Spieler doch einfach mal an, dass sie hier alles geben. Geht rein. Und da, ja, fast wieder eine Torchance wäre das gewesen. Aber es ist die verdammte Physik in diesem Spiel. Da reicht ein Millimeter. Oh, ist das... Nein, das ist... 3 Minuten 50. Er spielt mit mir. 3 Minuten 45 Sekunden. So, jetzt eine Torchance. Nein, das wäre beinahe ein Eigentor geworden. Ah, da hätte der Ralfinger jetzt mutiger sein müssen. Er hätte den Ball noch anspringen müssen, um ihn ins Tor zu ballern. Jetzt ist er in der eigenen Hälfte. Aber die beiden schenken sich hier einfach nichts. Es ist ein wildes Hin und Her. So schnell kann man gar nicht gucken, wie der Ball die Seiten wechselt. Hier nochmal ein Angriff aufs Tor, aber der geht leider gegen den Pfosten und wird auch von Destiny Cast gerettet. Oh, jetzt rollt er aufs Tor vom Ralfinger zu. Wird das hier das nächste Tor? Nein, es wird auch nur ein Pfosten. Ah, da hat letztlich noch der letzte Druck gegen den Ball gefehlt. Echt traurig hier, was er da anstellt, ey. Unglaublich. Dankeschön. Immer noch 1-0. Das Spiel verlagert sich immer wieder ins Mittelfeld. Beide Spieler kämpfen hier den Ball verzweifelt darum, ihn nochmal in die jeweils andere Hälfte zu befördern. Und das gelingt jetzt auch, aber wieder mit dem falschen Winkel. Und da fliegt er auch schon wieder in Richtung blaues Tor. So schnell kann man gar nicht gucken. Da ist der Ball schon wieder ganz woanders. Finger. Oh, wird das jetzt das Aus? Es ist das Ausgleichstor 1-1. Ja, quasi zur Halbzeit. 2 Minuten 23 Sekunden sind noch zu spielen. Das meinst du? Ich mach das schon noch. Er macht das schon noch. Feuert ihn an, unseren Ralfinger. Hey, danke. Mehr oh shit. Mehr Support. Bitte. Aber auch unser lieber Destiny Cars könnte etwas Motivation vertragen. Nee, braucht er nicht. Ah, da geht er schon wieder gegen den Pfosten. Es ist einfach wie verhext. 2 Minuten Spielzeit noch. Es steht 1-1. Aber da fliegt er. Und es ist das 2-1. Ralfinger geht in Führung. Danke für den Support. Knapp zwei Minuten sind hier noch zu spielen. Ja, jetzt muss Destiny Cast nochmal aufholen. Jetzt muss er nochmal zum Torschuss ansetzen, um hier nicht noch ins Hinterrücken zu geraten. Es ist ein eiskalter Kampf. Beide springen sich quasi immer wieder an, um sich gegenseitig den Ball abzuluxen. Aber, und da kommt der Ausgleich, 2-2. 1 Minute 30 ist hier noch zu spielen und es bleibt einfach verdammt spannend, denn sie schaffen es immer wieder gleich aufzukommen. Und der Ball geht gefährlich, er geht ins Tor, Destiny Cars. Kann zum 3-2, geht wieder in Führung. Knapp eine Minute Spielzeit noch hier im Kampf um den dritten Platz. Ab 1 Minute Spielzeit noch, immer noch liegt Destiny Cast hier in Führung. Und da sichert er sich nochmal ein weiteres Tor.
4:2, 49 Sekunden Spielzeit. Jetzt muss sich der Ralfinger richtig reinhängen. 3 Tore muss er noch schaffen, letztendlich den Sieg um den 3. Platz davonzutragen. Und da rollt der Ball schon wieder auf sein eigenes Tor zu. Er kann ihn aber zum Glück noch mal retten und hoffentlich auch jetzt in die andere Hälfte spielen. 30 Sekunden sagt uns das Spiel. Es ist also ja wieder die verdammte Uhr, die einfach gnadenlos die Sekunden runtertickt. 20 Sekunden noch. Ja, fast in der letzten Sekunde damit Destiny Cast offiziell auf den 3. Platz. Ralfinger, du hast dein Bestes gegeben. Einen ganz großen Applaus für ihn. Ihr wart ein tolles Publikum, Dankeschön. Natürlich auch für Destiny Cast. Vielen Dank. So, und da wartet auch schon die Maxi, um mich hier endlich mal zu erlösen. Ich hoffe, du hast ein Handtuch mitgebracht, denn mir schwitzen verdammt die Hände. So spannend ist dieses Spiel gewesen. Vielen Dank auch an euch. Morgen um 14 Uhr geht es ins Finale um den Kampf, um eine Komplettausstattung von Razer. Und damit verabschiede ich mich.